Hallo meine Freunde und schön, dass ihr am Start seid zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind auf der ProMods und fahren natürlich mit den neuen MAN TGX 2020 und ja, ihr seht schon, wir fahren heute mal einen kleinen Container. Ja, schon lange nicht mehr Container gefahren. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten den Motor und setzen uns rein in unseren Truck. Ah, fein. Ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, aber ich habe hier so ein kleines Add-on oder besser gesagt so eine kleine Mod hier für den ja, das Navi hier reingebaut und ja, der sagt uns, wir müssen um 3.41 Uhr sind wir da, aber die Endkilometerzahl, die zeigt da leider jetzt noch nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Ach, hier oben habe ich ja auch noch ein Navi drin. Dachte, ich habe das rausgemacht. Ah ja, gut, alles klar. Ach nee, ich habe das nochmal ausprobiert, um zu gucken, wie das aussieht, aber naja. Nicht so besonders, ne? Ja, gut, lass uns einfach mal fahren. Was ist die letzten Tage so passiert? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Video hier am Montag rausbringe oder erst am Dienstag. Eine Sache kann ich aber sagen. Ich habe eventuell mal wieder vor, eine Runde ATS zu fahren. Und zwar gab es ja da, vielleicht habe ich das schon gemacht, diese Mitteilung von SCS, dass sie da ein bisschen Werbung von Firmen reinbringen wollen. Finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ja, wenn es im Bereich Logistik ist und wir dann quasi ja, diesbezüglich dynamische Werbung drin haben, finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich einfach mal sagen. Vielleicht habe ich ja dazu mal ein ATS-Video gemacht. Ja, wird ja auch mal Zeit, dass wir mal ATS bringen, ne? Aber das Navi hier oben, das stört schon ein bisschen, ne? Hm, ja. Ich habe jetzt, ich bin wie gesagt hier auf der ProMods und ich habe alle KI-Fahrzeuge reingemacht. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass es jetzt abstürzt. Wir hoffen mal nicht. Deswegen, da sind wieder ein paar neue wieder am Start. Meine Mods vom, falls der eine oder andere immer wieder mal fragt, welche Mods ich habe, da war natürlich der MAN noch nicht am Start. Wenn ein neues Update rauskommt und die Beta vorbei ist, werde ich natürlich wieder so ein Video machen, meine Mods vom. Ja, ich werde jetzt nicht alle 14 Tage da ein neues Video machen, weil das, ja, würde irgendwie nicht so, das ist nicht cool. Cool ist, dass ich einen kalten Kaffee habe. Ich nehme das Video am Samstag auf, also ganz schnell. Wir müssen hier rüber. So wie es halt immer ist, ne? So huschi, huschi, fuschi, fuschi. Und ja, fahre jetzt einfach mal eine Runde. Wir haben insgesamt 231 Kilometer. Und schade, dass das hier nicht angezeigt wird, wie viele Kilometer wir noch als Restkilometer haben. Man sieht ja hier dieses Symbol Müdigkeit. Da wird dann quasi angezeigt, wann du dann wieder schlafen musst. Aber ich habe den Müdigkeitsgedöns schon lange, lange rausgemacht. Hat ihr doch mit den Müdigkeit, also dass ihr schlafen müsst, hat ihr damit noch? Ich habe das damals rausgemacht, wo ich lange damit gefahren, als ich versucht habe, die Videos ein bisschen mehr, bisschen aufwendiger, neue Strecken, nicht immer die gleichen Strecken und dass die Frachten und LKWs zusammenpassen und damit war das immer das Problem, dass ich dann von einer Stadt zur anderen mal hin und her gespawnt bin und der Typ immer müde war. Dann hatte ich die Fracht, die ich haben wollte, weil ich den Trailer auch die Lackierung gegeben habe. Ja, aber das Problem war, dass ich dann immer müde war und deswegen habe ich das dann irgendwann rausgemacht. Auch jetzt gerade im Multiplayer, ne? Das ist ja dann doch ein bisschen zielführend. So, wir fahren jetzt einfach, weil wir eh schon oben waren. Ich finde das eigentlich ganz cool hier, ne? Also, sieht doch recht nice aus hier mit der Firma hier. Aus welchem Land kommt denn die eigentlich? Ist das eine Deutsche? Nee, ne? Hapag-Lloyd ist, glaube ich, der Deutsche. Könnten hier irgendwo woanders sein. So, was ich aber bei den Navi gut finde, dass mir hier jetzt ein bisschen mehr sehen. Ups,
Geschwindigkeit. Ja. Wenn ich sie verpasse, dann werde ich da noch mal einen Link reinsetzen. Ist der erste Schritt, dass wir vielleicht irgendwann mal doch die Endkilometer im Navigationssystem durch die Mod-Community sehen. So, wir dürfen 80 fahren. Was ist denn hier los? Machen wir mal 85, dass ich vielleicht überholen kann. Ach Gottchen, nee, das wird nichts. Hier ist ja jetzt Mautstation. Wenn wir mal hinterherfahren. Wir wollen ja ein bisschen. Guck mal hier. Die sind ja auch von mir. Kann ich hier fahren? Warum fahren die alle den hin? Ach, den. Ich habe jetzt gerade den alten Renault gesehen. Ah, auch da wird es mal wieder Zeit, ne? Mit dem alten Renault mal eine Runde zu drehen. Ach, gut. Oh, fahren wir hier rüber. Komm mal wieder rein. Uiuiuiui, das war aber sehr, sehr knapp gewesen. Ja, was ist denn noch so die letzten Tage passiert? Ich habe ja, also ich nehme es ja jetzt Samstagvormittag, oder die ist ja schon um 1. Nehme ich es ja auf. Und ist ja jetzt eigentlich die heiße Phase, wo die Entwickler, also die abgesagte E3, ein paar Sachen vorstellen. Und ich muss sagen, bis jetzt hat mir noch gar nicht so richtig vom Hocker gehauen. Alan Wake 2, das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne hier auf dem Kanal zeigen möchte oder würde. Mal schauen. Dann Spider-Man, aber das kommt ja erst irgendwann später. Ich habe ja immer noch Miles Morales. Ich denke mal, 2 Jahre später, wenn es rauskommt, dann wird es bestimmt auch für den PC geben und dann gucken wir uns das an. Also Spider-Man ist auf jeden Fall von den, sagen wir mal, Marvel-Superhelden-Spielen das, was ich definitiv gerne spielen würde. Ja, Batman, natürlich gibt es nichts Neues. Wenn da mal wirklich nichts mehr am Start ist, dann würde ich wieder mal das alte Arkham mal ausprobieren. Mit euch mal im Livestream das mal angucken. Das war wirklich echt cool. Das waren meine ersten Gehversuche in so ein Actionspiel. Ja. Wie auch immer man das nennt, Action sowieso. Naja, fand ich auf jeden Fall richtig gut. Ja, und da könnte man durchaus dann mal wieder sowas aufleben lassen. Und ja, Prince of Persia, nichts, dann waren so eine Anime-Sachen. Ja, nichts so meins. Also nichts, was jetzt so in meinem Kopf geblieben ist. Mortal Kombat, ja, ist ganz schön brutal, aber ich glaube, das ist nicht so mein Kanal für solche Spiele. Da habe ich ja immer noch mein Bockspiel, was ich ja, denke ich mal, regelmäßig mal so ein Video bringe. Gerade wenn das, für mich ist es einfach, auch wenn das jetzt nicht diese Aufrufe hat, um zu gucken. Um nicht zu vergessen, wie die ganzen Mechaniken sind. Und wenn der Karrieremodus ist, dann hätte ich durchaus Lust, da so eine Videoserie zu machen. Karriere. Und ja, mal gucken, wo es dann hingeht. So. Dann machen wir mal einfach weiter. Fahren hier unsere Runde. Ist ja ordentlich was los hier. Kommen ja gar nicht aus dem Knick. Sind die gerade in Portugal, ne? Aber so ist jetzt noch nichts gut. Samstag, Sonntag, Montag, da kommen ja dann noch die anderen Hersteller. Aber ich finde es auch ganz entspannt, dass da vielleicht nicht zu viel kommt. Weil ich habe ja meinen Fokus ein bisschen schwenkt er ja Richtung anderen Games. Mittlerweile. Aber es ist irgendwie. Wenn man andere Spiele mal spielt, ja, und da auch eine gewisse Faszination sieht, ja. Oh, Mumu. Hier, guck mal. Maximus Verwandte. Miezekatze guckt auch gleich. Dann hat man wieder richtig Lust, mal eine Runde Euro Truck Simulator zu fahren. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt 2 oder 3 Tage nichts mehr mit den Euro Truck Simulator zu tun habe, ist das einfach schön. Ja, muss ich wirklich sagen, es ist einfach wieder schön, meine Runde hier zu drehen.
Und ja, daher will ich das immer wieder mal machen. Hier eine Runde. Also das werden wir nicht vergessen, das Spiel. Ja. Jetzt kommen wir aber noch mal auf das Game City Driver, ja. Eieiei. Also ich weiß jetzt nicht, ob das. Man könnte das durchaus als Livestream immer mal wieder bringen. Aber vielleicht werde ich noch das eine oder andere Video mal machen. Und dann warten wir eventuell, was die Mod-Community oder was die Hersteller ja, im Spiel noch machen. Aber große Hoffnung habe ich nicht. Ja, ich habe mal geguckt, zum Anfang waren, glaube ich, Zeit, höchst Peak war um die 300 Spieler. Ich glaube, so war das. Das ist. Meine Güte, da sind andere Spiele, die sind. Da braucht man einen Euro-Truck-Simulator, einen Landwirtschaftssimulator. Im LS werden es wahrscheinlich noch mehr sein. Da sind ja nicht so viele Leute, die das auf Steam, die haben das ja dann auch auf den anderen Dings geholt. Aber da waren auch so, wo ich mal geguckt habe, 27.000, beim Euro-Truck-Simulator über 30.000. Also, das wird schon irgendwo gleich sein. Vielleicht beim LS ein bisschen mehr. Aber, das ist dann schon nicht so prickelnd, ne? Wenn man dann den direkten Vergleich zu EMG sieht, da sind deutlich mehr Spieler. Das Spiel ist schon etliche Jahre alt, ne? Naja. So ist das. Was willst du machen? So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir gleich da. Mal gucken, wo wir abfahren. Wir fahren hier schön Autobahn, schön gemütlich. Ja, was sollen wir da jetzt großartig überholen, ne? Wir haben ja sowieso gleich das Ziel erreicht. Außerdem mal so ganz entspannt. Und wenn das jetzt wirklich klappt, dass die KI-Autos wieder alle funktionieren, na, dann bin ich da glücklich. Bin ich doch wirklich glücklich. Oh, wir fahren natürlich da vorne rein. Teilen sich aber nicht so richtig auf, ne? Ich blinke einfach mal so. So, ich hätte auf der anderen Seite fahren müssen. Egal. Schön. Mal gucken, was wir am Mittwoch oder morgen oder übermorgen. Mal gucken, wann ich dieses Video rausbringe. Was wir da denn streamen, ob da irgendwas Besonderes angedacht ist. Wollte ich mal schauen. Vielleicht fahren wir einfach mal wieder eine Runde Singleplayer. Euro-Truck-Simulator. Könnte man eigentlich mal wieder machen. Oder ich hau einfach eine Umfrage raus, worauf ihr denn Lust habt. Und dann schauen wir mal. Hau ich vier Spiele raus. Ich würde sagen, vielleicht habe ich es ja schon gemacht, dass ich dann zwischen Euro-Truck Simulator, Singleplayer, Flight Simulator, City Driver und was könnte man noch? The Bus auswähle, um einfach mal zu wissen, geht die Reise. Und dann könnten wir ja hier auf der ProMods mal eine schöne Tour machen. Machen wir erstmal hier rüber. Komm, Baby. Ach so, und dann nochmal danke an alle, die bei dem Video, wo ich unterwegs war. Ach, Maut, zahl mal gerne. Ich war ja unterwegs und habe mir das Schild nochmal angeguckt von einem ProMods. Und ihr habt den QR-Code dann nochmal irgendwie abgescannt. Das fand ich auf jeden Fall lustig. War irgendwie ein Song. Fand ich gut. Danke nochmal an diejenigen, die das da. Die Mühe sich gegeben haben, das jetzt das irgendwie abzuscannen. Irgendwie so ein. Haben irgendwie so, ich glaube, das Lied war das. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Naja.
Ich habe es wahrscheinlich gar nicht richtig raushören können, ne? Naja. War Musik immer klasse. Deswegen hat man mir nur die Triangel gegeben, weil man den nicht so viel falsch machen. So, ja. Aber ja, schreibt mal rein, sollte ich den Innenraum hier lassen bei den Truck? Oder sollte ich da eine andere nehmen? So viele Innenräume gibt es jetzt gar nicht, wo ich sage, da könnten wir mal was ausprobieren. Aber muss ich hier schon rein, oder? Warte mal. Hier da vorne muss ich rein, im Kreisverkehr. Muss man jetzt eigentlich blinken, dass ich hier lang fahre? Ich blinke jetzt einfach mal. Eigentlich dürfte ich nicht blinken. Ah, sind die ganzen LKW-Hersteller. Ah. Ich wollte hier diesen dynamischen Blinker mal nehmen. Der hat irgendwie nicht so funktioniert. Wahrscheinlich mit irgendeinem anderen Mod. Der da leichte Probleme. So, wir machen heute mal wieder richtig einparken. Machen wir die Scheibe runter. Aber wir haben ja hier Platz genug. Super. Ich merke richtig, wie es gleich frischer wird hier. So, da müssen wir hin. Okay. Hier. Sollte jetzt reichen, ne? Ja, kann man den Container eigentlich hinten aufmachen? Eigentlich wäre es ja total sinnlos, den hier abzugeben, ne? Oh. Schauen wir mal. Ich bin ja hier ein Einparkprofi. Ach so, und ja. Mit der Wechselbrücke. Einparken, das wollten wir ja sowieso irgendwann mal so eine. Das haben wir ja damals mal gemacht. Bisschen Action. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Hinten wir sogar noch. Ja, es sind sogar. Oh, es ist sogar noch eine kleine Klappe. Feststellbremse rein, Warnblinker aus. Ja, haben wir eigentlich. Sieht gut aus. Ja, super. Ja, war eine schöne, entspannte Tour. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, dann würde ich einfach sagen, machen wir hier Feierabend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Däumchen da und vielleicht habe ich hier die Umfrage schon gestartet und ja, ihr wisst mehr. Bis dahin sage ich, haut rein, macht's gut. Bye bye.